Hey ho und herzlich willkommen zu The Battle of Olympus mit Chibi Let's Play auf dem Weg nach Arcadia. Wir haben im letzten Part immerhin unsere Energieanzeige drastisch erhöhen können. Wir haben einen Feuerstab, den ich eigentlich nicht nutze. Warum eigentlich nicht? So. Dann können wir immerhin die Würfel hier vom Boden wegbrennen. Und ich bewege mich nun zurück nach, wie ist der erste Ort? Wie hieß Arcadia? Und da erwarte ich eigentlich, Zeus. Also ich möchte gern zu Zeus ihm seinen Tempel gehen. Genau. Hast du eigentlich was Neues zu sagen jetzt? Go to Peloponnesus. Gut, Attika und Argolis haben wir ja im Grunde abgegrast, ne? Würde ich mal meinen. So. Das läuft irgendwie ja doch mit den komischen Würmchen. Ich muss es nur gescheit timen. Und darf nicht nebenbei noch zu früh abbremsen. So, danke für die Oliven. Ich habe die Musik übrigens ein klitzekleines bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so penetrant wie in den ersten Parts. War mir aber auch nicht so wirklich bewusst. Ich meine, irgendwie wirkt die Musik hier so ein bisschen... Also ich finde es auch schön, das ja, aber so ein bisschen düdelig. Also... Irgendwie sehr hell vom Tonklang her. Na, Dicker. Nee, hier bin ich falsch. Ich wollte doch gar nicht hier rein. Ich wollte dahin. So, mal gucken, ob der Stier auch wieder da ist. Ich mache ein Steak aus dir, mein Freund. Ups. Der Feuerresistent? Ja, so geht's auch. Alles klar. Juhu, wir können weiter. Ich hoffe, Zeus kann mir auch einen Tipp geben. War jetzt nur so ein spontaner Einfall. Guten Tag. Seid gegrüßt, werter Zeus. Ich knie demütig nieder vor Ihnen. Es tut mir leid, ich wurde von Zeus gerufen. Valentinus. Gib dir Sandalen, um höher zu springen. Ach, du bist Hermes! Ja klar. Und ich dachte schon, Zeus hat sich rasiert. Und da haben wir auch die Hermes-Stiefel. Ja, danke. Cool. Ja, mal gucken. Werden automatisch unten angelegt, genau wie das Schild. So also ein bisschen höher kann ich wirklich springen, ne? Ja, danke schön. Danke sehr. Höre die Worte des Gottes. Und vergiss sie nicht. Hoch zwei. Ja gut. Ein neues Passwort zum Speichern und zum Laden und was auch immer. Schön. Ich kann höher springen. Yeah. Yeah. Juhu. Ja doch, das ist schon höher. Das ist schon höher. Aber Feuer macht ihm echt nichts aus. Schade, dass er keinen Loot hinterlässt. Ich meine, so ein saftiges Steak mal eben. Wäre nicht schlecht. Gut. Und wir haben den Hinweis bekommen, wir sollen nach Peloponnesus. Ich meine, das war auch durch einer der Bäume, ne? Also ich finde die Musik doch ein bisschen düdelig. Sehr helltönig. Kann einem dann irgendwann auf Dauer leider doch nerven. Gerade wenn es so eine... Wenn so eine kurze Unendlichkeitsschlaufe ist. Ja, hi! Was? Was war das denn jetzt? Wieso war ich da oben? Wieso sterbe ich gleich? Erstmal hier die Biecherchen killen.
Ich hoffe, ich krieg Energie von denen. Ah, hier war ein Eingang. Übrigens, ne? Also sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Aber hier, wenn man da oben drückt, kommt man weiter. Ups, das wollte ich eigentlich schlagen. Ne. Energie, ja. Ich habe erst gehofft, ich müsste die Spinnenweben wegbrennen, aber die tun nichts. Das tut ja auch nichts. Na gut, nehmen wir erstmal Energie mit, so viel wir können. Oh, wieder was? Oh Gott, hier werde ich mich definitiv verlaufen. Oh Gott. Warte. Das ist ein bisschen doof, wenn man nach oben drücken muss, um den Feuerangriff zu machen und dann gleichzeitig da eine Tür ist. Aber das Feuer brennt die Spinnenweben leider nicht weg. Und ich sterbe gleich. Blöden Fledermäuse. Hier ist noch ein Weg. Ich meine, gut, jetzt. Wenn man erstmal weiß, wie die nötigen Sprites dafür aussehen. Da geht's. Jetzt bin ich echt durch die Tür gegangen, um zu sterben. Ist klar. Sag mal, Fledermaus, bist du eigentlich total dumm? So. Und das passiert mit dir auch, wenn du nochmal kommst. Wie? Hä? Jetzt ging's? Ich verstehe das nicht. Frau red mit mir. Ich brauche einen Tipp. Sei vorsichtig im Wald der Dornen. Wenn du alle Dornen wegbrennst, dann wirst du wieder okay sein. Ich muss wahrscheinlich auf nächster Nähe. Was soll das? Passiert das? Wieso kann ich an der Decke laufen? Ich verstehe das nicht. Weil ich jetzt zweimal A gedrückt habe oder B. Weil ich einen Sprungknopf. Oder hat das eine Relevanz, wo ich stehe? Ich drücke jetzt alle möglichen Knöpfe, um zu gucken, ob was da jetzt. Hör auf, du! Ich werde schon nicht so wirklich schlau draus, aber Hauptsache ich komme irgendwie weiter, ne? Gut, also bis hier waren wir eigentlich schon. Dann kann ich ja doch hier lang. Und mit diesem jungen Mann reden. Hi. Die Hydra, das ist auch ein bekannter Name. Okay. Ich werde mich hier definitiv verlaufen. Eigentlich habe ich es jetzt schon. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Zeus, steh mir bei. Warum? Darf ich bei Ihnen bleiben? Mir ist mir das zu blöd. Krähen erzählen, dass etwas auf der Spitze der Bäume ist. Okay. Komm ich jetzt hier auch weiter? Ich hätte nicht fragen dürfen. Hey! Aber hier ändert sich das Setting immer so ein bisschen. Da ist ein Stein. Ist das schon mal vielsagend. Ich hau dich kaputt, du Blöd. Was? Ich wollte nach der Fledermaus schlagen und dann... Da fällt mir eben so eine Muschel aus dem Baum. Ich meine, gut, es wurde mal gesagt, von wegen in den Bäumen wäre irgendwas versteckt. Aber ich komme ja nicht jetzt spontan auf so eine Idee. Liegt das jetzt an diesem Baum oder war das jetzt einfach nur... Alter, was hat mein Helferlein mir da empfohlen? Ah! Ach du Schande, wer bist du denn?
ist definitiv ein Boss. Aber was mache ich mit ihr? Also das wird der mir nix, ne? Ich gehe mal um mich rum. Okay, geht's nicht weiter. Ich muss ihn besiegen. Dann öffnet sich bestimmt irgendwo eine Tür. Wow. Ja, da sind wir wieder hier im fürchterlichen, fürchterlichen Wald. Habe ich schon mit dir geredet? Nee, ne? Zyklopen blockieren den Weg nach Laconia. Ja, nach einem Zyklop sah der vorhin auch schon aus. Großes Auge, massiver Unterbiss. Der einzige Weg, um ihn zu besiegen, ist, ihn in das Herz zu in das Auge zu schlagen. Komm ich jetzt auf das Herz? Ja, wäre naheliegend natürlich, dass der Schwachpunkt das Herz ist. Aber Zyklopen, ja, die sind ein bisschen einfacher gestrickt. Aber ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Hier sind so viele Wege. Auch wenn ich nicht weiß, welcher jetzt der richtige ist. Ich glaube, das ist ziemlich der dümmste, den ich gerade gehe. Guten Tag. Hatten wir schon das Vergnügen? Was? Ich hörte, Poseidon lebt irgendwo in Laconia. Verbrenne! Poseidon. Naja gut, wir haben Prometheus befreit letztens. Die sollte man nicht verwechseln. Da ging es, glaube ich, zurück. Und ich glaube, ich habe den Weg jetzt wirklich total durcheinander gebracht. Jetzt gedacht, okay, wir versuchen es nochmal gegen den Zyklopen. Aber du sagst auch was Neues, ne? Ich habe gehört, Gaiai aus Laconia hat einen Kristallball mit magischen Kräften. Eine Dame hat mal gesagt, der Kristallball würde unsichtbare Dinge sichtbar machen, ne? Nutze diese Kraft, um die Höhlen von Argolis zu betreten. Die Höhlen? Argolis? Huch! War das nicht mal ein Tapetenwechsel? Guten Tag. Ich knie nieder vor Ihnen. Ah, willkommen, Orpheus. Hier, ich gebe dir diese Harfe. Gib dir diese Harfe, um das Monument der Sonne zu spielen. Pegasus wird kommen und dir helfen. Cool! Dankeschön! Herzlichen Dank! Eine Harfe. Okay, Ach, Select ist das jetzt. Welch melodischer Klang. Dankeschön. Guck mal nochmal kurz das Passwort hier an, für den Fall, dass ich hier wieder mal anfangen würde. Ich hoffe auch mit der Energie und dem Ganzen wird auch gespeichert. Ich meine, bei so einem langen Passwort sollte man doch meinen, dass wenigstens die erweiterte Energieleiste dann auch mitgespeichert wird. Und die Frage ist so, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Hunger, Pipi, kalt. Huch, hier sieht es wieder anders aus. Hier ist ein Busch. Ach ja, da war ja was. Ein Dorn. Oder ich ignoriere die und spring einfach hier meines Weges. Dü-dü-dü. Hallo, holde Maid. Sie wohnen gefährlich. Das ist eine Weisheit aus der Vergangenheit. Okay, was heißt Pavement? Pavement. Pavement.
Danke für den Rat. Ich werde den nachher mal durch den Google Translator hauen. Wenn ich irgendwann mal dazu komme, hier das Ganze zu schneiden. Au! Problem gelöst, ne? Wenn die doofe Fledermaus nicht wäre, wäre es ja fast schon elegant gewesen. Mal wieder ein Würmchen. Achso, nach oben. Ah! Wie kommt das? Verstehe das nicht. Drück zweimal Sprung. Ich drücke lange Sprung. Ich drücke Sprung nach vorne. Nichts tut sich. Warum? Ich drücke Sprung nach unten, ich drücke Sprung nach oben. Warum? Es muss an diesem Baumstamm liegen. Ich meine, da ist auch so eine komische Kante. Die suggeriert mir, ab da geht es nicht mehr weiter. Die Frage ist nur, wie kann ich das besser kontrollieren? Ich drücke wie bekloppt und ich merke irgendwie nichts. Ich wage es mal, ne? Okay. Okay, das war irgendwie doof, glaube ich. Immer mehr Würmchen. Ich hab's überlebt. Ich lebe noch. Frau, ich lebe noch. Lass die Korken knallen. Ich sah die Nymphe gefangen genommen und nach Argolis verschleppt. Ja, das wurde schon mal erwähnt. Wo muss ich jetzt hin? Noch weiter nach links? Nein, oder? Nee, ich glaube, das hört auf. Ich glaube, das hört hier auf. Komm ich jetzt wieder irgendwie in die Decke? Hallo? Hallo? Wie geht denn das jetzt nochmal? Achso, oben. Feuer immer oben und Tür immer oben. Guck mal, hier ist sogar eine Brücke. Ich hätte mir den ganzen Sprunggedönse eigentlich kicken können. Dieses Spiel macht mich fertig. Nur diese Fledermäuse. Überall Fledermäuse. Hier. Dann wisst ihr Bescheid, was ich mit euch mache, wenn ich euch sehe. Da war die Frau. So. Warte mal. Pegasus! Nix tut sich. Ich glaube, die Harfe muss ich auch an einem ganz bestimmten Ort spielen, oder? Das geht bestimmt nicht ohne weiteres. Uah! Angst vor Fledermäusen, ey. Dabei sind die eigentlich total süß im echten Leben, sofern sie eigentlich die ganze Zeit so nerven, wie hier in Videospielen. Ich verzieh mich. Tschüss. So, wo bin ich jetzt schon wieder? Ich hätte es mir irgendwie aufschreiben sollen, wie ich wo lang gehe. Das kann ja nicht so kompliziert sein, oder? Au. Hallo, Holdemaid. Hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal. Ja, nun gehe ich mal zurück. Oder beziehungsweise weiter vor. In der Hoffnung, dass ich auch nach vorne komme. In der Hoffnung, dass ich auch mal weiterkomme. Na komm! Danke für die Energie. Ey, und dann fliegt die wieder so tief und bla. Habe ich wieder vergessen, wo ich hin will. Zyklopen. Du hattest mir den Tipp gegeben. Und da war ich hier durchgelaufen. Und da war ich jetzt dort. Ich habe nur noch zwei Energie. Das wird ja gleich lustig.
Ich verstehe die Bewegungsmuster der Fledermäuse nicht. Mal so einen hohen Bogen, mal flach. Mal gar nicht. Weil tot. Nee. Weil jetzt das Auge so weit oben und wirft mit Steinen. Mit schweren Steinen. Ja, sehr weh tun. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse mal kurz den Pausenbildschirm hier so laufen, während ich im Schnitt mal gucke, wo ich wie lang gelaufen bin. Ich versuche mal meine Karte zu zeichnen. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das erhoffe. ansonsten weiß ich auch leider nicht, wo ich die Pegasus-Harfe zupfeln kann. Lassen wir uns überraschen. Danke für eure Geduld mit mir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!